ein Wort von dir und ich bin da. Flieg mit dir zu den Sternen frei, yeah. Sag mal, herzlich willkommen, Julia Reich. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei mir am Attersee vorbeizuschauen. Ich freue mich auch und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Liebe Julia, schön, dass du da bist und dass das neue Album von uns auf dem Tisch liegt. Und bevor wir zum Sprechen beginnen, würde ich sagen, wir horchen uns mal einen Titel von dir an. Ja, dann würde ich sagen, hören wir gleich in Schmetterlinge im Bauch rein, oder? Wenn du es jetzt schon so schön angekündigt hast vorher, dass wir die alle ein bisschen spüren, die Schmetterlinge. Natürlich. Und wieso spürst du sie? Ah, das kann in ganz vielen Situationen sein. Natürlich, wenn man irgendwie verliebt ist oder auch für Freunde oder Familie Gefühle hat. Aber auch wenn man irgendwie neue, tolle Situationen erlebt oder auf der Bühne steht, kann man auch Schmetterlinge im Bauch haben. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Situationen, wo man die haben kann und so spüre ich sie ganz oft. Julia Reich und Schmetterlinge im Bauch. Schön, ein toller Gast heute hier bei mir, eine tolle Dame, die Julia Reich. Und was uns natürlich interessiert, woher kommst du ganz genau? Also ich bin eigentlich in Gmünd im Waldviertel geboren, ganz oben an der tschechischen Grenze. Haben mir auch sagen lassen, wie ich dort beim Bezirksfest gesungen habe vor kurzem, dass ich eine aussterbende Art bin, weil es in Gmünd im Krankenhaus keine Geburtenstation mehr gibt. Sprich, da wären keine Babys mehr geboren. Wohne aber seit vielen Jahren in Wien, weil mich die Musik da auch einfach hingezogen hat, weil natürlich in einer großen Stadt sich da irgendwie mehr tut. Was mich natürlich interessiert, wie hat das Ganze bei dir begonnen? Ja, eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal den Mund aufgemacht habe. Ich habe nämlich laut meiner Mama schon als Baby total viel geschrien und meine Stimme quasi geübt. Ja, komme aus einer wahnsinnig musikalischen Familie. Meine Oma hat Zither gespielt, meine Mama Ziehharmonika und Klavier und Musik war bei uns einfach immer ein Thema. Habe dann selber auch Klavier gespielt, war im Musikgymnasium und bin dann eigentlich gleich nach der Matura beim Musical gelandet. Und so begleitet mich die Liebe zur Musik eigentlich ein ganzes Leben lang. Du bist ja nicht nur beim Musical gelandet, da werden wir natürlich noch drüber sprechen, du bist auch beim Ballett gelandet. Genau, also zum Musical gehört natürlich auch Tanz dazu und mein erstes Vortanzen war dann fürs ZDF-Fernsehballett, da ist die Mama mit mir nach Köln gefahren und ich habe mir gedacht, ich schaue mir das einfach einmal an, haben wir nichts Großes erwartet und habe dort dann aber tatsächlich einen Jahresvertrag bekommen und war bei Sendungen wie Carnevalissimo oder Fernsehgarten dabei, wo ich natürlich auch gleich einmal mit dem Schlager in Berührung gekommen bin. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man zu so einem großartigen Ballett kommt? Ist ja nicht so einfach, ist ja ein hartes Brot. Ja, jedenfalls und vor allem war mein erster Gedanke, die Mädels sind alle ein bisschen größer als ich, sprich haben dann auch ein bisschen längere Haxen, aber der Choreograf war sehr begeistert von mir und ja, so bin ich dann dazu gekommen und war eine super schöne Zeit, aber natürlich hart, weil es ständiges Training ist und ja, der ganze Beruf ist einfach irgendwie ein ständiges Dranbleiben und ein Fitbleiben und braucht viel Disziplin, sonst haltet man sich nicht lange. Ein bisschen verrückt, glaube ich, müssen die Mädels auch sein. Ich habe sie einmal erlebt, und zwar war das bei einer Show von Florian Silbereisen, aber in der Backstage, im Backstage-Bereich dann, und als die Backstage-Party losging, da tanzten sich die Mädels einen ab. Ja, natürlich. Ich sage mal, wenn man beruflich tanzt, dann hat man auch irgendwo eine Liebe dazu und das geht dann natürlich auch ins Private und da kann man schon einmal richtig abschicken. Also das tue ich heute noch, auch viele Jahre danach. Also, du warst auch dabei. Ja, auf jeden Fall. Also für gute Stimmung und ein bisschen tanzen und feiern bin ich immer zu haben. Okay, wir feiern auch heute. Die Julia Reich ist da und dann würde ich sagen, machen wir wieder ein bisschen Musik. Ja, ich würde sagen, machen wir gleich Lebe laut, da kann man auch super dazu abtanzen und das fordert dazu auf, ein bisschen Stimmung zu machen und passt ganz gut. Vielleicht passt zu diesem Titel, dass wir uns noch ein wenig unterhalten. Wir haben ja nicht gerade eine leichte Zeit im Moment. Es brennt an allen Ecken und Enden und Corona war ja, naja, für die Künstlerbranche eine ganz schlechte Zeit. Wie hast du die überbrücken können?
Also natürlich war es zuerst einmal ein Schock, weil ich viele coole Auftritte gehabt hätte, die natürlich alle abgesagt wurden, so ist eh allen gegangen. Ich habe dann aber schnell die Kurve eigentlich gekriegt, weil ich ein Mensch bin, der immer schaut, was kann ich aus der Situation machen. Also ich jammer nicht lang, sondern suche auch nach den Möglichkeiten. Und ich habe dann die Zeit wirklich gut genutzt, um eben an meinem Album zu schreiben und auch viel auf Social Media zu machen und da eben so einen anderen Kanal zu finden, wie ich da mit den Leuten, die mich halt sehen wollen, in Verbindung bleiben kann. Und so habe ich die Zeit eigentlich ganz gut überstanden. Eine spezielle Sache ist natürlich das Geld. Man muss ja von was leben. Ja, da hatte ich das Glück. Also ich habe auch Instrumental- und Gesangspädagogik studiert und immer schon nebenbei Klavier- und Gesangsunterricht gegeben. Und ich habe mein Vocal Coaching auch online weitergemacht. Ist zwar natürlich auch nicht das Wahre, weil du kannst mit einem Menschen anders arbeiten, wenn er vor dir steht. Aber das habe ich online gemacht und so habe ich mich da eigentlich ganz gut über Wasser gehalten, zum Glück. Ich sehe schon, wir haben viel, viel zum Erzählen heute. Und jetzt Julia Reich und Lebe laut. Tolle Musik, ein toller Gast, die Julia Reich ist heute bei SMS, bei Stars Musik und Stories mein Gast. Und das neue Album heißt Mein Schlager Reich. Eine Überleitung zu deinem Namen. Ist das dein richtiger Künstlername oder dein richtiger Name? Also fast, ich habe ein bisschen geschummelt, meine Oma heißt Reichel und ich habe das L weggenommen, weil ich wollte schon irgendwas haben, zu dem ich einen Bezug habe. Und das war kurz und knackig und deswegen Julia Reich. Und mein Schlagerreich ist eben eine Kombi aus diesem Namen und dem Reich, das ich als Schlagerprinzessin bewohne. Wobei man sagen muss, da ist so ein bisschen ein Augenzwinkern dabei. Ja, ist ja lieb und nett so, wenn das Augenzwinkern immer ein wenig mit dabei ist. Ja, wir haben gerade übers Geldverdienen gesprochen. Wo hat die Julia Reich ihr erstes Geld verdient? Das war tatsächlich mit 13 beim Musical Peter Pan als Fee Naseweiß. Da bin ich das erste Mal auf der Bühne gestanden. Also ich habe auch nie was anderes gemacht. Ich habe immer von der Musik und vom Theater gelebt. Und das war, glaube ich, so mit 12, 13 meine erste Gage. Schön, ja. Weißt du noch, wie viel das war? Also es waren auf jeden Fall Schilling damals natürlich, aber das kann ich echt nicht sagen. Das weiß ich nicht mehr. Wir wollen natürlich viel, viel erfahren von dir. Dein Traumberuf als Kind war? Immer Prinzessin oder Sängerin und ich habe dann die Schlagerprinzessin draus gemacht und das ganz gut kombiniert, glaube ich. Aber ich habe mich auch immer für Politik interessiert, habe auch zwischendrin Politikwissenschaft studiert und ich muss auch sagen, auch wenn es in der Politik drunter und drüber geht, aber ich schließe nicht aus, vielleicht da in die Richtung noch einmal was zu machen. Schauen wir mal. So im zweiten Lebensabschnitt dann. Naja, da muss ich dich jetzt aber schon fragen. Ich habe dich vorhin schon angesprochen, es brennt an allen Ecken und Enden, egal Corona, Ukraine und. Umwelt darf man nicht vergessen. Was würde die Julia Reich da jetzt machen als Politikerin? Also es sagt sich natürlich immer leicht, wenn man nicht in der Position ist. Und ich sage immer, ich habe Respekt vor allen, die Politik machen, weil ich gerade in so schweren Zeiten, auch wenn es mich interessiert, dann wahrscheinlich doch nicht in deren Schuhen stecken wollen würde. Aber ich glaube, dass mir ein totales Anliegen wäre, dass sich Menschen mehr gehört fühlen und wahrgenommen fühlen, was natürlich bei so vielen Leuten in einem Land eine riesige Aufgabe ist. Aber dass man eben weniger Leute in eine Ecke drängt und mehr aufs Gemeinsame pocht. Das klingt immer sehr idealistisch, aber ich glaube, das ist das, was uns irgendwo auch fehlt, allen miteinander. Ja, es ist keine einfache Ausgabe, egal was die machen. Im Prinzip, irgendjemand hat immer etwas dagegen. Natürlich, es ist da auch schwer irgendwie, weil man einen Mittelweg immer finden muss, aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt wäre, Leute nicht in irgendeine Ecke zu drängen. Ich habe mich auch immer irgendwie für Minderheiten eingesetzt und das ist mir ein persönliches Anliegen und da mehr zu machen, ist sicher eine gute Sache. Bin ich voll bei dir und was ich mir von einem Politiker wünschen würde, vielleicht von der Julia Reich in Zukunft, dass auch wenn mal eine andere Partei eine gute Idee hat, dass man sagt, hey, das ist eine geile Idee, wieso macht man das nicht?
Ja, das Problem ist halt immer, dass, dass Parteien oder Politiker immer an ihre Regierungsperiode quasi denken und schauen, dass sie wiedergewählt werden. Und das ist halt, ja, ich sage, das ist auch ein Problem von Berufspolitik, wenn man mehr Leute ranlassen würde, die auch wirklich mit beiden Beinen in einem viel realistischeren Leben stehen, als dass sie jetzt irgendwie seit 40 Jahren Berufspolitiker sind, könnten die wahrscheinlich auch die Interessen von Menschen mehr vertreten. Gute Antwort. Dankeschön. Machen wir wieder Musik. Jawohl, dann suchen wir uns gleich, wenn die Stunde schlägt, aus. Passt ja, oder? Genau. Wenn die Stunde schlägt, haben wir gerade gehört von der Julia Reich. Und sie hat uns ja kurz schon gesagt, sie kommt aus dem Waldviertel. Dort sind deine Wurzeln. Beschreib uns deine Heimat ein bisschen näher. Also Gmünd ist die Heimatstadt von meiner Mama, da kann man eben zu Fuß über die tschechische Grenze gehen. Da gibt es auch die Blockheide mit den Hinkelsteinen, wo ich ganz viele Kindheitserinnerungen habe. Also es ist im Winter ein bisschen eine öde Gegend eigentlich, aber hat auch so was Melancholisches, was mir irgendwie taugt und wahrscheinlich so auch ein bisschen in der Wiener Seele dann schlummert, kann man sagen. Was bedeutet Heimat überhaupt für dich? Also Heimat ist für mich mehr ein Gefühl als ein spezieller Ort. Das habe ich vor allem irgendwie erlebt, wie ich ganz viel auf Kreuzfahrtschiffen gesungen habe und echt in der ganzen Welt unterwegs war. Ja, dass Heimat immer was mit einem Gefühl zu tun hat und mit den Menschen, die gerade um dich sind. Kommen wir mal zum Musical zurück. Du hast gesagt, du hast begonnen mit Musical. Wo hat man da die Julia Reich erleben können? Also ich war auf ganz vielen Tourneen unterwegs, in Deutschland zum Beispiel, aber war auch mit dem Elisabeth Musical in China 5 Monate lang. Wir haben damals bei der Expo in Shanghai Österreich vertreten und das waren natürlich wahnsinnig tolle Erlebnisse. Und auch in China, diese Theater sind irrsinnig riesig und die fahren voll auf dieses Sissi-Thema ab. Und das war natürlich schon Wahnsinn, da auf der Bühne zu stehen. Gehört dein Herz auch heute noch dem Musical? Also ich sage mal, wenn ich Titel ganz alleine schreibe, Klavier ist mein erstes Instrument und wenn ich dann was am Klavier schreibe, dann hört man definitiv das Musical durch. Ich habe da auch eine Ballade auf meinem Album, wo man das Musical nicht ganz verleugnen kann. Aber ich meine, ich habe es nach wie vor total gern und finde das auch schön, wenn ich da was mit einfließen lassen kann. Dann würde ich sagen, hören wir uns jetzt diesen Titel an. Genau, der Titel heißt Bleib doch hier und ist von mir am Klavier geschrieben. Wie du es angesprochen hast, du hast oder schreibst einige deiner Titel selbst und woher kommen dann die anderen Titel? Ich schreibe mit meinem Produzenten gemeinsam, mit dem Lukas Lach, ganz viel. Ich habe mir aber auch schon Titel von anderen Songwritern dazugeholt. Mir ist einfach wichtig, dass es immer für mich passt. Ich bin dann nicht so, dass ich sage, oh, das ist eine nette Melodie, das nehmen wir mal dazu. Ich muss mich dann auch wirklich schon mit dem Thema, worum es da geht, identifizieren können. Das ist ganz wichtig für mich. Eine spezielle Frage. Die Julia Reich, wenn sie in der Früh aufsteht? Trinkt mal mindestens 5 Tassen Kaffee, bis sie ansprechbar ist. Ist aber gut gelaunt, trotz allem. Also kein Morgenmuffel? Nein, gar nicht. Ich brauche zwar immer ein bisschen, bis ich in die Gänge komme, aber ich bin eh sonst so schnell und rede so viel und bin so flott, da ist vielleicht so das gemäßigtere Tempo dann für meine Mitmenschen sogar ein bisschen angenehmer. Apropos Mitmenschen, gibt es da jemanden in deinem Leben? Ja, seit fast 14 Jahren, meinen Freund. Leben wir in wilder Ehe zusammen im Wienerwald. Okay, und was gibt's zum Frühstück außer Kaffee? Nicht besonders viel eigentlich. Ich esse dann erst im Laufe des Tages, außer wenn ich eine lange Fahrt vor mir habe, so wie heute zum Beispiel schon zu dir hierher, dann frühstücke ich schon gescheit. Ich esse vegan, das heißt, es ist ein bisschen eingeschränkt. Aber ja, in der Früh gibt es dann so Müsli mit Hafermilch, das mag ich ganz gern. Das Vegane, ist das ein Thema speziell für deine Figur? Jein, also ich esse seit langem vegetarisch, eigentlich seit ich 10 bin oder so, weil wie ich dann begonnen habe zu realisieren, was ich da eigentlich esse und dass das tote Tiere sind, ist das gar nicht mehr gegangen für mich. Und das Vegane habe ich einfach ausprobiert und mir ist dann viel besser gegangen. Aber ich sage immer dazu, ich bin keine Bekehrerin, also es soll jeder das essen, was er will, da mische ich mich auch nicht ein. Okay, dann würde ich sagen, machen wir wieder Musik. Zum Essen passt gut dazu Vanilleeis. Das habe ich zwar nicht zum Frühstück gegessen, aber das hören wir jetzt trotzdem. Ein veganes. Genau, ein veganes Vanilleeis.
Okay, vom Eis kommen wir jetzt zum Getränk. Was ist dein Lieblingsgetränk? Tatsächlich Kaffee eigentlich. Und ansonsten, wenn wir jetzt einmal weg vom, ja, wobei wir bleiben beim Koffein, Cola mag ich auch ganz gerne. Ich wollte jetzt sagen, gehen wir weg vom Koffein, aber das klappt dann doch nicht so ganz. Zuckerfreies Cola oder das normale Cola? Coke Zero. Dürfen wir Werbung machen? Ja, kurz. Vielleicht sagen, machen wir einen Werbevertrag mit Cola. Ganz genau. Veganes Essen hast du angesprochen. Jetzt wäre natürlich meine nächste Frage. Was ist das Essen, wo du sagst, ah, ist das gut, da kann ich nicht aufhören? Also ich liebe indisches Curry zum Beispiel. Ich mag alles total gern, was scharf ist. Aber auch diese Bowls, wo so rohe Sachen drin sind. Also Grünzeug zusammengefasst. Okay. Es gibt im Leben Dinge, die mag man einfach und Dinge, die hasst man. Was liebst du? Musik auf jeden Fall, meine Familie, gute Gespräche, Zeit mit Freunden. Ich sage auch, ich bin sehr einfach glücklich zu machen. Also ich kann mich über total kleine Dinge freuen und mache mir das auch ganz bewusst, dass oft die kleinen Dinge im Leben sind, die am glücklichsten machen. Natürlich das Gegenteil, was hast du? Was ich gar nicht aushalte, ist, wenn jemand beim Zähneputzen das Wasser laufen lässt oder so. Also so alles, was mit Verschwendung zu tun hat oder auch wenn im Kühlschrank irgendwas kaputt wird, weil es ja 2 Wochen drinnen liegt und niemand isst, damit kann ich auch gar nicht. Was ist das für ein Zeichen, dass man zu viel eingekauft hat? Ja, ich kaufe dann oft mit meinem Freund ein bisschen planlos ein und dann merken wir irgendwie, wir sind eigentlich die nächsten 2 Wochen beide gar nicht da und dann passiert das schon einmal, aber ich versuche es zu vermeiden. Also der letzte Titel ist Verbotenes Glück und ich sende ganz liebe Grüße an alle, die heute zugehört haben. Man kann mich auf meiner Homepage finden, juliereich.com und auch auf Instagram. Ich treibe auf allen sozialen Medien mein Unwesen. Wünsche natürlich auch allen, die heute zuhören, ganz viel Glück, Gesundheit und viel gute Musik hier.